Du, was magst du hier drin? Pferd und Hase. Die mag keine Schweine, weiß ich. Magst du Schweine? Ja, schon. Ich streiche am gernsten Hühner, Hasen, Giraffe, Pferd und Esel. Also erstmal kommen die Kinder ja jetzt mittlerweile über die Kinderbesprechung aus dem Therapeutikum. Das heißt, ich weiß auch schon so ein bisschen die Schwierigkeiten, aber auch die Stärken von dem Kind. Ich versuche das Kind halt einfach individuell zu fördern mit zur Hilfenahme des Pferdes. Die Rahmenbedingungen sind immer gleich. Man braucht bestimmt die Hälfte der Zeit, um die Pferde zu pflegen und zu putzen und den Kontakt vor allem herzustellen zu dem Pferd. Und dann kommt eben 20 Minuten irgendeine Einheit, also Führübungen oder Draufsitzen oder Voltigierübungen oder Ausritt oder was man halt gerade so für das Kind plant. Und dann eben wieder der Abschluss, dass das Pferd belohnt wird und weggebracht. Also das heißt nicht, dass sie jetzt erstmal ein halbes Jahr putzen und dann reiten, sondern das ist eigentlich relativ von Anfang an, dass man immer diesen gleichen Rhythmus, den gleichen Rahmen nutzt. Dann eben gerade mit den Zweiergrüppchen das aufeinander achten und sich gegenseitig einschätzen, was kann der andere, was würde der gerne machen, wie macht er die Übung, also dieses Beobachten des anderen Kindes, das machen wir halt viel mit Übungen, aber manchmal auch mit Geschicklichkeit, mal mit Bällen was oder mit Wasser balancieren und viel auch mit Parcours führen, also im Sinne von Parcours mit Straßen und Tonnen und so, dass sie sich den Parcours merken. Der eine macht ihn vor, der andere führt ihn nach oder reitet ihn nach. Aus Buchstaben selber irgendwelche Figuren erfinden und sich die dann merken. Und für die Jugendlichen ist dann mehr so, dass sie dürfen die Pferde selber longieren zum Beispiel. Da ist dann der Beziehungsaufbau noch mehr im Mittelpunkt oder der wird dann auch ausgeweitet, nicht nur übers Putzen. Und dann halt auch, die Jugendlichen dürfen dann auch mit Sattel reiten.
Also die Kleineren reiten mit Gurt und ohne Sattel und die Jugendlichen dürfen auch mal mit Sattel reiten. Kleine Wege reiten, geht dann schon ein bisschen hin in Richtung Reiten lernen. Im Moment haben wir 5 Therapiepferde. Und wie viele Jahre kann so ein Pferd im Schnitt im Einsatz sein? Das kommt immer auf die gute Pflege an und die gute Ausgleichsarbeit, die man mit so einem Pferd macht. Also wir haben jetzt den Guinness, den haben wir 4,5-jährig gekauft und der wird jetzt 24. Aber das ist natürlich eine Ausnahme. Ein Pferd, das 19 Jahre lang in der Therapie läuft und voltigieren läuft und Tag ein, Tag aus. Also schon tolle Leistung, wenn ein Pferd das schafft. Also ich versuche schon, dass sie eigentlich sehr lange hier bleiben können und vielleicht auch ihren Lebensabend hier verbringen können. Das ist natürlich schön. Haben wir auch schon gehabt, dass wir dann die Rentner einfach auf der Weide hatten, die Kinder auch sehen, wie wir mit den Rentnern umgehen und man dann irgendwann auch sieht, naja, jetzt kann er nicht mehr so gut laufen oder jetzt muss man sich auch von dem verabschieden. Wer sucht die Pferde aus und nach welchen Kriterien kann man so ein Therapiepferd finden? Naja, da kommt immer darauf an, wie viel Geld man ausgeben will und kann. Und es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben welche, die haben wir selber ausgebildet und sogar selber angeritten. Aber da kann man auch Überraschungen erleben. Am besten ist, man hat ein Pferd, was schon geritten ist und man gut einschätzen kann, wie ist der charakterlich. Also das Pferd muss in erster Linie bereit sein, eine Beziehung zum Menschen einzugehen. Also interessiert sein am Menschen und an dem Kind, vor allem an unseren Kindern, die ja eher gerne mal laut oder hektisch oder so sind, brauche ich also ein Pferd, was sensibel ist, aber nicht überfordert mit diesen Kindern. Also keinen, der nur ganz still steht, ganz egal, was passiert, sondern einer, der mal meldet, du bist jetzt nervös und ich bin dein Spiegel und dann werde ich auch nervös oder ich zappel, weil du zappelst oder also so ein Pferd, danach suche ich es aus. Die müssen natürlich brav sein, dürfen die Kinder nicht runterschmeißen. Das ist natürlich auch noch ein wichtiges Kriterium, müssen sich gut putzen lassen, also müssen das auch mögen, wenn sie geputzt werden. Und von dem her, wir haben auch unterschiedliche Größen, weil wir auch unterschiedlich große Kinder haben, also von Schulalter bis hin Ende der Ausbildung, also sagen wir von 6 bis 20 ist eigentlich alles möglich und entsprechend braucht man dann schon auch ein bisschen ein Pferd, was ein Gewicht tragen kann und dann wieder eins, was nicht so groß ist, dass die Kinder nicht bis zum Rücken kommen, wenn sie klein sind beim Putzen. Ja, also das Thema Beziehung steht halt schon im Vordergrund, weil sie einfach eine Beziehung zu dem Tier aufbauen müssen und ich als Reittherapeut bin mehr oder weniger der Übersetzer von den Reaktionen vom Pferd. Ich sage, schau mal da, der legt die Ohren an, das mache ich jetzt nicht so. Und die Kinder sind in der Regel immer daran interessiert, sie wollen dem Tier kein Leid zufügen, sie wollen einem eigentlich Gutes tun und deswegen sind sie interessiert daran, zu erfahren, was mag das Pferd und wie kann ich es ablesen, die Reaktionen vom Pferd ablesen und wie verhalte ich mich dann anders und können sich dann selbst einfach auch regulieren, so ein bisschen in diesem Umgang mit dem Pferd. Und wenn man dann eine Gruppe hat, kann man auch immer versuchen, das noch zu erweitern auf die anderen Kinder. Und auch sagt schon mal, der mag das oder was glaubst du, was der jetzt mag. Also dieses, ich glaube, dass unsere Kinder ganz oft die Schwierigkeit haben, nicht gut zu beobachten, wie der andere reagiert, was man auslöst bei dem durch sein Verhalten. Und das kann man eben mit Hilfe des Pferdes auch gut üben. Und dann ist auch so, dass ein Pferd auch keinen Unterschied macht. Ein Pferd ist ein Spiegel und so reagiert das Pferd. Das wertet nicht, ob er den mag oder nicht, sondern er reagiert einfach und hat jeder dieselbe Chance, von dem Pferd angenommen zu werden, wenn er sich einfach dem Pferd gegenüber richtig verhält. Und ja, viele Kinder kommen auch und streicheln und knuddeln das Pferd oder vielleicht erzählen sie ihm auch mal was, was sie jetzt Menschen nicht erzählen würden oder kommen auch durch die Situation dann ins Erzählen, erzählen einem Erlebnisse, Geschichten. Bei ADHS-Kindern habe ich schon oft erlebt, dass sie durch dieses Ruhige getragen werden, dass irgendwo diese eigenständige Eigenaktivität wegfällt, die übernimmt dann das Pferd für sie und die können einfach
ruhiger sich tragen lassen, um irgendwo ihre Gedanken sortieren oder auch die Natur wahrnehmen. Da habe ich wirklich schon oft ganz schöne Erlebnisse gehabt mit den Kindern, die dann Vögel zwitschern hören und irgendwie solche Kleinigkeiten plötzlich bemerken können, während sie da getragen werden. Hat vielleicht auch irgendwas Ursprüngliches, wenn sie vielleicht nicht so viel von der Mutter getragen wurden, können sie da ein Stück weit nachholen. Selbst bei Jugendlichen hatte ich da schon ganz tolle Erlebnisse, die dann auch gar nicht die Zügel nehmen wollen und keinen Sattel, sondern einfach nur drauf sitzen und sich tragen lassen, Verantwortung abgeben. Es gab schon das ein oder andere Kind, wo man länger zu gebraucht hat. Und für mich ist klar, kein Kind muss auf dem Pferd steigen und kein Kind muss es putzen. Es gab Kinder, die 1-2 Stunden mal am Rand stehen geblieben sind und einfach geguckt haben, wie wir das machen, wie wir putzen. Aber es ist eigentlich noch nie passiert, dass einer nicht dann auch Lust drauf gekriegt hat. Und ich finde es erstaunlich, es gibt Kinder, die immer noch gewisse Ängste haben und trotzdem immer wieder kommen. Also das ist eigentlich schon faszinierend. Könnten ja sagen, eigentlich habe ich Angst, ich lasse es. Aber irgendwie ist der Reiz doch so groß, dass sie es immer wieder versuchen, immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Und auch mal den ganz coolen Jugendlichen, der war aber schon 15, 16 und wollte gar nicht zum Reiten kommen, weil das ist ja einfach nicht cool für einen Jungen und so. Und als er dann da war, war er wirklich einer, der am Schluss eine Decke wollte und sich einfach aufs Pferd gelegt hat und sich selber zugedeckt hat und sich ertragen lassen und wirklich gemerkt hat, wie gut ihm das tut, einfach mal nur Ruhe geben zu können und entspannt zu sein.